Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Off-Teil, weil der aufgeploppt ist. Wir sind jetzt hier bei dem Typen vom Tadler und wollen mit ihm reden. Wir haben Frankie im Badehaus ja ganz schön Feuer unterm Bottich gemacht. Sorry, blöder Karlauer. Wegen ihn hat Tony D'Orazio es derzeit ziemlich schwer, die Politikos der Stadt unter Kontrolle zu halten. Also hat der Frankie beauftragt, das Imperial im Auge zu behalten. Was meinen Sie? Was wollen Sie mit dem alten Frankie machen? Das hängt von ihm ab. Hey, ich könnte mich auch anschließen. Meine Kamera ist im Wagen und... Wenn Sie für Ihr Schmierblatt im Dreck wühlen wollen, machen Sie das woanders. Ich schleppe Sie jedenfalls nicht durch die halbe Stadt. Schon gut. Schon gut. Man sieht sich. Okay. Gut, das war wieder das Steam-Overlay, was sich geöffnet hat. Ich musste nämlich meinen Spielstand neu laden, weil ich habe mit ihm geredet und irgendwie ist er nicht angekommen. Ich habe mal Vitos Waffe jetzt ausgerüstet. Die schallgedämpfte Pistole. Aber wir brauchen erstmal wieder ein neues Auto. Hier warst du. Fahrzeuglieferung. Wir nehmen diesmal Innenstadt. Welchen kriegen wir dann eigentlich? Den hier, den gepanzerten Majesty. Dann fahren wir erstmal wieder in Liefahrt. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ich habe mein Auto nämlich verloren gehabt und bin dann mit dem LKW hergefahren. Weil der gerade in meinem Gebiet da stand, was ich gerade gelootet habe. Ich habe hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe. Und die Waffen, die man über diese Gefallen freischaltet, sind sogar auch komplett gratis. Und für die muss man also nichts bezahlen. Das ist voll nice. Oder es ist nur das erste Mal, dass man die gratis bekommt. Das kann natürlich auch sein. Wenn hier einer anfängt. Du hast doch gar nicht um den Job. Verdammt! Lass mich da lieber raushalten. Tu ich aber nicht. RIP. Das klappt ja schon mal erstaunlich gut. Sieht so aus, als würde man Barbieri leichter los als seine beschissene Radiowerbung. Hä? Was war das? Ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ich sollte das vielleicht sollte. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Auf geht's! Hier ist jemand. Ich sehe ihn! Der Dreckskerl ist so gut wie tot. Warum Kampf? Es hat doch niemand gesehen, dass ich hier erschossen habe. Ich suche mir Deckung. Zusammen. Ich komme hier. Oh fuck. Ich hab ihn. Kommt hierher. Oh fuck, jetzt nur noch die andere Waffe, meine Güte, ey. Verpasst ihr noch? Gut. Ich hab ihn entdeckt. Er ist hier. Welcher ist der Wachposten? Hoffentlich der, den ich gerade erschossen hab. Das wäre optimal. Revolver? Ich gehe in Deckung. Zu spät, um abzuhauen. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verlassen. Los geht's. Ripkopf. Oh, jetzt kommen wir hier auch rein, wo die Bilder gemacht wurden. Mein Mann verloren.
RIP. Ich geh in Deckung. So. Ach, das ist noch weiter oben. Das war die HP, glaube ich. Von unseren Jungs gekillt. Scheiße! Ich bin getroffen! Hallo, Freund. Hat der ein Bandana um? Ja, nee, ich denke, du solltest dein Klientel erweitern, Frankie. Meinst du, du kriegst das hin? Na klar, trotzdem. Tony D wird das nicht gefallen. Tony D? Sehr gut. Erpressung gesichert. Sehr gut. Betty findet Position der Gegner und sammelt dein Kickback ein. Der nächste Anruf bei Vitos Verbindung geht aufs Haus. Ha. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe es den das bezirksweise. Also ich gebe jetzt Vito diesen Bezirk und dann gebe ich dann Cassandra den nächsten und dann Berg vielleicht auch immer mal wieder ein. Okay. Bei den Ermittlungen kam es von Anfang an zu Schlampereien. Die Polizei wollte uns unbedingt raushalten, aber das war nicht das Schlimmste. Irgendwer ist in unser Büro eingebrochen und hat nicht nur unsere ganzen Akten geklaut, sondern auch fast unser ganzes Abhörequipment. Wer war das bloß? Der Typ ist mausetot. Ist nett hier. Vielleicht bleibe ich später noch und nehme ein Dampfbad. Das war, nachdem sie Bobby Kennedy ermordet hatten. Er hat im Wahlkampfteam gearbeitet und war an diesem Abend. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Er war zwei, bin drei gleich da. Tage nicht ansprechbar. Redete mit niemandem. Okay. Insider, du kannst ja, jetzt kannst du auch ohne Apparelle in der Nähe sehen, wenn du sie anrufst, damit die Kassier automatisch ein Kickback ein. Willst du was einzahlen, Carlo? Okay, das heißt, mein Kickback ist jetzt... Das ist nicht schlecht. Okay, ich wäre dann soweit. Ja gut, die HP kriege ich schon irgendwo anders her. Und wir übernehmen jetzt aber diesen Bezirk erstmal. Und dann machen wir jetzt erstmal die Nebenmission von den anderen Bezirken, die wir schon haben. Da haben wir noch von Cassandra was mit 45er, keine Ahnung. Steig ein. Mit welchen Mitteln kamen Sie an Tony DeRazio ran? Ich hatte in dem ganzen Laden Wanzen und Mikrofone platziert. Als der Verrückte das Hotel verließ wegen dem Deal, habe ich mitgehört. Hallo. Tony, wusste gar nicht, dass du heute kommst. Wie geht's? Packe gerade das Geld für euch ein. Wie lange bist du jetzt in diesem Business, Joe? Ich weiß nicht. 5, 6 Jahre? 5 Jahre, 3 Monate und 18 Tage. Hm, die ist abgelaufen. Hör zu, ich weiß, ich bin spät dran, aber das ist nicht mein Fehler. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Ordnung.
Wenn man die Ordnung vernachlässigt, macht sich Unordnung breit und zerstört alles, was man im Leben erreicht hat. Dann hilft nur noch, sie zu isolieren und auszumerzen, bevor es zu spät ist. Du verstehst, Joe? Sicher, Tony, aber hör mir mal zu. Irgendein Knallkopf schießt dir alle über den Haufen. Weißt du, wie viele er schon gekillt hat? Ja. Dominic, richtig? Du nimmst den gepanzerten Wagen und sorgst persönlich dafür, dass alles uns geschuldete Geld eingetrieben wird. War das klar und deutlich? Ja, Mr. D'Orazio. Sobald du alles beisammen hast, lieferst du es direkt bei mir im Hotel ab. Der Code für den Lift ist 0451. 0451. Habe ich in 2 Minuten sowieso wieder vergessen. Von da an hat der Lincoln 2 Optionen. Den Liftcode benutzen, um in die Lobby zu fahren, was in einer Mordsschießerei enden würde. Oder Dominics Auto klauen und sich reinschleichen, durch das Parkhaus des Hotels. Klau ein paar von diesen schicken Seifen. Im Hotel geben sie mir keine mehr. Okay, was wollen wir machen? Wollen wir alles kaputt schießen oder wollen wir uns reinschleichen? Ich würde sagen, wir schleichen uns rein mit dem Auto. Ja Gott, ist das hell, ich sehe gar nichts mehr. Ich hab Joe lange nicht mehr gesehen. Er hat wohl gekündigt. Schalldämpfer sind super. Hallo Dominic. Einmal HP, damit wir auch einmal noch überleben. Dann klammern den Wagen jetzt, zack. Das ist ein schöner Wagen. Ist das da unten alles Geld oder HP? Einfach irgendwo parken. So große Parkplätze wären nochmal in Deutschland gut. Da könnte ich auch einparken. Wie lange bist du schon hier? Ein Monat? Mr. D'Orazio gibt niemandem eine zweite Chance. Tu deine Arbeit und du erlebst vielleicht Monat Nummer 2. Plus, it comes in a convenient flip-top box that's as rugged and crush-proof as the men who smoke 'em. When you need a break, come to the cigarette brand
Gut. Das hätte schon mal so funktioniert, wie ich wollte. Dich können wir sogar dann ohne eine Kugel töten. Ein guter Zufall, dass hier so eine Schleichmission kommt und man von allen Verbündeten eine schlagende Waffe bekommen hätte. Von Anfang an. Das ist auch sehr gut. Ich weiß ja schon den Code nicht mehr, falls ich ihn eingeben muss. Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen, ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 Bit zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Sehr gut. Nehmen wir auch nochmal mit. AP können ja nie schaden. Feindliche Zone, Royal Hotel. Ihr solltet hier abhauen. Okay, die Sache ist die, Abgeordnete. Als Mr. De Razio einen sehr guten... Du kommst ja nicht raus, Junge. Leg ihn um. Ich weiß nicht, was der hier gesehen haben könnte. Tja, bam. Zeit zu sterben! Mann verloren! Holt mich hier raus! Wir haben noch welche letzten Worte, Junge! Schnappt euch die Plätze! So, okay, da müsst ihr jetzt mal HP nehmen. Klauen natürlich alles, was wir finden. Tja, sag leb wohl, Schwanzlutscher. Wollen wir Stealth erledigen? Geh in Deckung! Zack. Hier kommst du nicht vorbei. Leg ihn um! Oh, Scheiße! Bin an. Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Er macht uns fertig! Schnapp ihn dir von der anderen! So, ich gucke mal kurz in den Timer, weil der gleich klingeln würde, in einer Minute. Das habe ich erstmal ausgestellt. Oh Gott. Ich hab ihn nicht so sterben lassen, ich hab ihn erlöst vorher. Ich bin ein freundlicher Clay. Finde Tony, der müsste eigentlich jetzt hier drin sein schon. Oder hier müsste es relativ nah sein. Oder gibt es noch ein Stockwerk?
schön dreist. Dreckige Promenadenmischung. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast meine Geschäfte sehr in Unordnung gebracht. Aua! Wieso hat mir Raketenwerfer auf mich geschossen? Nein, das lass ich mal lieber. Glaubst du allen Ernstes, das, was du hier machst, ändert irgendwas? Idiot! Nur zu! Töte mich! Morgen schon kommt ein anderer für mich. Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen. Da irrst du dich. Jeder wird's mitkriegen. RIP. In den Straßen unserer schönen Stadt tobt ein Krieg. Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen. Da war ein lautes Krachen, wie wenn eine Bombe hochgeht. Ich schaute hoch und dann sah ich einen Mann, der fiel von ganz oben aus dem Gebäude. Dann kamen lauter Männer angerannt und die waren alle bewaffnet. Sie rannten ins Royal und dann fing die Schießerei an. Keine Ahnung, wie Lincoln aus dem Hotel rausgekommen ist. Ich wollte eigentlich, wenn dann die andere Waffe ersetzen mit der MP hier. Geht das? Nein. Ich wollte meine Schalterwaffe eigentlich behalten. Einen Raketenwerfer will ich eigentlich auch nicht haben. Oder kann ich die als Drittwaffe benutzen? Nein, dann nehmen wir wieder die mit. Gut. Das kann Tony nicht überlebt haben. Wir haben ein Problem. Mann gegen Mann, du und ich, Motherfucker! Okay, hast verloren, Noob. Gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir erst weiter, weil ich habe jetzt schon ein bisschen überzogen. Und dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.